So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar Spielen, die ich mir geholt habe. Und zwar ein Game Gear Spiel, Wolfchild. Ganz ehrlich, ich muss immer so ein bisschen wegducken, weil er immer versucht, mein Gesicht zu fokussieren. Genau. So, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr euch das gefällt mit der Perspektive und mit dem die Kamera halten. Nicht, dass ihr irgendwie sagt, oh, da kommen ständig Sachen auf mich zu. Wolfchild, ja, habe ich eigentlich blind gekauft, weil ich wollte eigentlich auch mal gerne wieder ein Game Gear Spiel dabei haben. Und der Titel gefiel mir irgendwie so, Wolfchild, und das mir sagt jetzt gar nichts, aber... Ja, ganz ehrlich, bei der Minute anspielen gerade, ihr seht seine Szene selbst, sieht okay aus, aber ist es glaube ich nicht so der ganz große Hit auf jeden Fall, aber naja gut. Ja, dann habe ich mir noch 4 Gameboy-Spiele geholt und zwar Blaster Master Junior, na komm, fokussier schon. Ja, das ist so eine Art Bomberman. Ich weiß, dass ich das nämlich an einem meiner Gameboy-Jahresrückblicke mal kurz reingespielt hatte und ganz interessant finde. Und sowas Bomberman-artiges, das passt natürlich immer, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall fand ich es mal eine interessante Sache. Kann man mal mitnehmen, ne? Dann ist es in der Sammlung. Wie gesagt, ich werde bestimmt irgendwann mal einen Test dazu machen. Wo ich etwas neugierig geworden bin. Ich halte mal so ein bisschen die Hand dahinter. Und zwar Oddworld. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das auch für den Gameboy gab. Also ich kann es als Playstation-Spiel, als PC-Spiel, aber als ich das jetzt gesehen hatte, dass es auf den Gameboy gibt, dachte ich mir so, okay, weiß nicht, teuer. Ich glaube, ja, 6 Euro, komm. Kannst mal mitnehmen, für ein Gameboy ja ein durchaus normaler Preis. Ich erwarte jetzt da keinen Super-Hit drin. Ich habe jetzt auch mal kurz reingespielt für die Spielszenen. Fühlt sich schon... gewöhnungsbedürftig an. Also ihr seht, meine Begeisterung, die springt jetzt nicht so komplett sofort raus. Aber schlechtes Spiel ist es aber auch nicht. Ich gucke es mir einfach mal an, würde ich sagen. Es scheint so eine Art Puzzle-Plattformer wie seine PC- und Playstation-Vorbilder zu sein. Interessantes Konzept auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie es auf dem Gameboy umgesetzt ist. Und dennoch habe ich mir noch einen echten Klassiker geholt. Und zwar... Nicht mein Gesicht immer fokussieren. So, Nintendo World Cup, ihr habt wahrscheinlich das Modul schon aus der Entfernung gesehen, ist relativ gebräuchlich. Ja, habe ich ja damals auf dem NES mit meinem Bruder rauf und runter gezockt. Ich habe ja auch schon NES-Version-Tests davon gemacht. War einer meiner ersten Videos, deswegen noch nicht so gut. Deswegen werde ich von der Gameboy-Version auf jeden Fall noch ein Video machen. Ja, das zeitloseste Fußballspiel meiner Meinung nach, das es gibt. Es macht Spaß, ihr könnt Gegner umholzen ohne Ende. Wunderbar auf jeden Fall. Und als letztes Gameboy-Spiel habe ich mir Castlevania 2 Belmont's Revenge geholt. Ja, das ist natürlich ein etwas teureres Modul, aber das ist ja das gute Castlevania auf dem Gameboy. Es gibt ja schon den ersten Teil, was ja relativ im Launch-Zeitraum des Gameboys auch erschienen ist. Das war ja, sagen wir es mal so, nicht so gut. Aber das ist wesentlich besser. Da freue ich mich. Ich habe das Spiel noch nie großartig gespielt. Das seht ihr auch an den schlecht gemachten Spielszenen um. Ich bin da nicht so drin in dem Spiel. Aber es ist natürlich ein fantastisches Ding. Hat einen super Ruf. Freue ich mich mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ein bisschen rein zu investieren. Wird natürlich auch ein Video dazu kommen. Ja, das war's dann auch schon. Ich sehe gerade schon, oh, wieder über 20 Minuten gelabert. Das wird ein langes Video werden. Ich hoffe, ihr habt die Ausdauer gehabt, auch alles zu sehen und bereitet es Spaß, diesen ganzen Content zu gucken, wie es mir macht, den ganzen zu erstellen. Und ich möchte euch nochmal sagen, geht bitte auf diese Retro-Veranstaltung. Es ist fantastisch. Ihr seht so viele Leute, natürlich auch viele YouTuber, wenn ihr auch andere Kanäle guckt und so weiter, sind meistens viele, viele da. Kommt einfach denn zu denen hin, man kann ein paar Worte wechseln, man lernt so viele Leute kennen. Ich habe wieder so viele schöne neue Leute kennengelernt. Man kommt sofort ins Gespräch und wirklich, es war so, ich war eine Stunde früher da, um mich mit den Leuten schon mal zu treffen, ein bisschen zu quatschen und so weiter. Und die Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt einfach. Wir haben uns da so kurz nach 10 getroffen und geredet. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt.
Schon zwei? Also die Zeit verfliegt, es sind so fantastische Leute und es kommt, macht es einfach Spaß, in die Gespräche zu kommen. Diese Veranstaltung würden sich sogar fast tun, wenn man jetzt gar nichts kaufen würde. Geht zu diesen Börsen hin, es ist wirklich immer ein Fest auf jeden Fall. Und natürlich an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, mit denen ich mich unterhalten durfte. Ihr habt mir diesen Tag wirklich super, super schön versüßt und es hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, alles zu sehen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, wirklich ihr wunderbaren Menschen. Denkt dran, ihr seid wirklich alle fantastisch und wunderbar und das meine ich auch so. Und genießt noch den Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.